Berti reist. So. Heute kommen wir zu dem dunkelsten Abschnitt unserer Zeitgeschichte. Auch hier in Wernigerode gab es das. Wie ihr gerade gelesen habt, Mahnung Gedenkstätte in Wernigerode. Schauen wir uns mal dieses kleine Gelände an. Also hier geht es dann lang. Wie ihr gelesen habt, ja, die Öffnungszeiten habt ihr ja gelesen. Also ich war hier erst einmal, das ist schon lange, lange her. Mal gucken, ob wir hier rein können. Offen scheint ja zu sein diesmal. Es ist schon ganz schön makaber eigentlich sowas zu filmen, aber auch das gehört zum Harztrip nur mal dazu. Nicht nur die schönen Sachen. Das ist das Gelände von außen und dann schauen wir mal, wo wir reingehen können. Drin, jetzt gehen wir hier mal hinein. Ausstellung. Ehemals Unterkunft. Tschüss. Es ist mal, es ist krass. Dass hier in Wernigerode gehen wird, das wusste ich bis vor ein paar Jahren auch nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Aufnehmen darf man hier, oder? Wie bitte? Darf man das hier aufnehmen? Aufnehmen dürfen wir schon, aber normalerweise mache ich auf. Wie bitte? Okay, Aufnahme wurde genehmigt. Das ist. Ich dachte, ich bin hier einfach so reinigen. Nee, so ist es ja nicht. Achso, das ist das. Das ist so der Harz. Ja, das ist kein schönes Thema. Okay, jetzt flackert es hier, das kann ich nicht ändern. Licht an den Lampen. Gasmaske mit Behälter. Ah, die typische Propaganda. Alte Radios. Oh, hier ist doch Goebbels. Ich will hier gar nicht zu lange verweilen. Okay, das sind so, das müsst ihr euch selber durchlesen, wie gesagt, das sind die ganzen Daten. Arbeitszeit 12 Stunden. Was? Lohn in der Stunde? 63 Reichspfennig. Boah, das ist krass. Das ist das typische Besteck. Okay, hier sind alles Daten hier so. Da sagt es. Das müsst ihr euch selber durchlesen. Das alles zu verstehen. Also das war auf jeden Fall hier eine Unterkunft. Zwangsarbeitslager in Wernigerode. So sah das früher aus. Eine Sonderzuteilkarte, ein Passierschein. Das ist ein bisschen. Ich wusste wirklich nicht, ich habe gerade mit dem Herrn geredet. Er hat mich gefragt, ob ich Besucher bin. Ich sage, ja, ich komme. Ich habe gesagt, ich habe 30 Jahre in Wernigerode gewohnt, aber ich wusste echt nicht, dass das überhaupt gab. Der Rautenbach-Konzern.
das haben die hergestellt, ne? Ach ja, Motorengehäuse. Ölkühler. Getriebegehäuse. Der Traum von Volkswagen. Naja, die waren ja damals auch ganz dick im Geschäft mit den Zwangsarbeitern. Das war ja nicht schöner, ne? Oh, hier sind ernsthaft Bodenfunde. Okay. Schusterwerkzeug. Teller und Tasse. Oh, hier ist die Knarre, ey. Das ist das Karabiner K98K. Oh ja. Schirmmütze der deutschen Wehrmacht mit selbstgefertigter SS-Totenkopfkorkade. In dieser Vitrine sind Uniformen und Waffenteile der letzten Wachmannschaft zu sehen. Okay. Was ist denn das? Mit? Da ist auch der Koppel. Das scheint eine alte Kiste zu sein. Wir hatten keine Namen mehr, waren nur noch eine Nummer. Ah, das sind dann diese. Ach so, polnisch, französisch, schwul, Immigrant, Jehovas Witness, jüdischer politischer Gefangener, Bibelforscher. Ups. Okay. Bodenfunde. Was ist das? Das für riesige Schuhe. Handgranatenbecher. Geschosshülsen vom Granatenflak als Kannengefäße. Wirklich alles verarbeitet. Ja. Ach, Handwäsche. Okay. Was ist das? Arbeitstisch mit verschiedenen Lampen sowie ein Stempel und... Was? Lochbeiteln des ehemaligen KZ Mittelbauberg Dora. Okay. Oh, ich bin immer noch nicht erkältet. Entschuldigung, deswegen. Holztransportkiste mit Teilen einer V1-Vergeltungswaffe. Ach so, Modell einer Abschussrampe für die V1. Ja, ja, hier in Wernigerode. Hier in Wernigerode wurden ja Flugzeuge gebaut, untertunnelt. Also halb Wernigerode ist untertunnelt. Da haben sie früher Flugzeuge gebaut und alles. Die haben ja noch Jahrzehnte später Munition, Waffen und sonst dergleichen, alles hier aus dem Untergrund geholt. Das war damals eine richtig große Aktion mit Polizei. Die haben hier, die Taucher mussten hier teilweise rein, weil das alles schon unter Wasser war. Wir haben hier alles rausgeholt, hier in der ganzen Umgebung, hier hinten Gießerweg. Da haben die damals nämlich die Flugzeuge gebaut. Das kleine Info, das weiß ich noch also. Der Todesmarsch, nein, das möchte ich leider nicht mehr. Oh, hier kann man spenden. Hab ich überhaupt Geld bei? Oh, mal später mit Geld bei. Mal gucken. Ich habe immer die Kleingeld. So. Ein bisschen Geld rein. Gehört dazu, diese Reliefs sind schon hart.
So, das ist jetzt der erste Raum gewesen. Das Kreispflegeheim 1952, 1974. Ach, hier war später was anderes drin? Okay. Einrichtung der Gedenkstätte. Aber wie gesagt, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, schaut euch das selber an, liest euch das durch. Ich werde mir das später, wenn ich hier fertig bin, auch mal durchlesen. Aber das ist echt bedrückend. Und jetzt ganz ehrlich, wie kann man sich so eine Zeit zurückwünschen? Nee, so, gehen wir mal in einen anderen Raum. Hier ist dann der. Ups. Upsa. Das ist das ganze Gelände. Was haben wir hier? Kann man jetzt hier eigentlich überall rein? Ach ja. Rauchen verboten, das ist ja wohl logisch. Ausstellung, ach, auch eine Ausstellung, ich gehe mal ins Unterkunft. Okay, gehen wir mal ins nächste. Oh, jetzt wird es richtig krass. Ja, die Jugend halt früher genächtigt und gewohnt. Ist schon. Das scheint ein Arztzimmer zu sein. Ach, Sanitätsstube steht ja hier. Okay. Das ist die Sanitätsstube. Gehen wir weiter. Krankenbau. Kapazität betrug 15 Kranke. In 14-tägigen Abständen wurde hier ein Transporterkranker nach Buchenwald gebracht. Getrennt von der Hauptstube ein kleiner Raum für die Krankenpflege. Das ist der kleine Raum. Und das ist, ach so, das sind die Krankenbetten. Okay. Ah, das sind die. Oh, ey, das ist nicht schön. Unterkunftsraum. In 3 Etagen waren 90 Häftlinge untergebracht, die täglich 12 Stunden und länger Schwerstarbeiten zu leisten hatten. Und hier haben die dann nicht schlafen. Oh Mann, ey. Schönes anders. Wie die Tiere, ey. Ekelhaft. So etwas darf nie wieder geschehen. Was soll ich dazu noch schreiben? Mehr kann man, fehlen die Worte da. Ja, das reicht. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. So darf nie wieder geschehen. Was ist das hier? Das ist ein Ausstellungsraum, okay. Ja, okay, das ist so verurteilt zur Vernichtung. Oh, ja. Ja.
Ja, wie gesagt, das Lesekost für euch, liebe Besucher. Viel, viel. Aber da wird unter anderem beschrieben, während des Krieges und was nach dem Krieg so überhaupt passiert ist in Europa. Da ist echt eine bedrückende Stimmung da drin. Also. Arbeitslager, Konzentrationslager, Altenpfleger im Museum. Achso, okay. Der Reichsarbeitsdienstrat. Achso. Herr der Arbeitssoldaten. Ey, wenn ich euch jetzt sage, dass das hier knackt, ja. Hört ihr das? Als wenn so die Geister mit dir sprechen wollen. Echt jetzt. Geht das jetzt hier weiter? Nee. Ja gut, dann gehen wir mal in den nächsten. Ach nee, da kommen wir nicht durch. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Was ist das? Kann doch. Okay. Ah, hier ist ein Ausgang. Kommen wir da rein? Das sieht so zu aus. Okay, dieser Raum hier ist verschlossen, aber ich denke, das reicht auch hin. Jetzt gehen wir mal da vorne zu dem großen, großen Denkmal da. Und dann haben wir es wohl. Also das ist, das wusste ich echt nicht, traurig, dass man das nicht weiß, aber. Also ich komme ja auch nicht direkt aus Wernigerode. Ich komme ja auch aus dem Vorort von Wernigerode. Es ist hier, hier ist noch eine Werkstatt. Komm mal hier rein. Nee, ist auch zu. Da waren wir jetzt nicht drin, oder? Waren wir jetzt hier in dieser Werkstatt drin? Nee, eigentlich nicht, oder? Ah ne, wir sind ja durch den Raum hier hingegangen, oder? Und hier vorne ist, da scheint auch noch was zu sein, glaube ich, oder? Wie gesagt, schon so lange her, wo ich hier war. Aber ich will hier ungern über den Rasen gehen. Es gibt keinen Weg. Es ist. Ja, sowas muss man auch in Erfahrung bringen zur Aufarbeitung. Wie gesagt, sowas darf nie wieder geschehen. Und jeder, der dieses Regime feiert, dem kann man nicht mehr helfen. Also weiß ich nicht. Ah ja, hier sind so die ganzen Nationen. Frankreich, Deutschland, Russland, Belgien, Polen, Niederlande, Jugoslawien. Tschechoslowakei. Damit es nicht in Vergessenheit gerät. In dieser Stadt waren in der Zeit von 1941 bis 1945 in Lagern, Kapitelsberg, Margaretenhof und Jugendherberge slowenische, damals jugoslawische, Vertriebene ungefähr 500 Personen. Sie wurden von zu Hause, wo sie all ihres Vermögen verlassen mussten, ins Unbekannte von Hitlers Narzissten verschleppt. Alle, die wenigstens über eine Mindestarbeitsfähigkeit verfügten, also von Kindern an, wurden Fabriken, der Kommunalwirtschaft, dem Gewerbe, verschiedenen Haushalten und Bauernhöfen als Arbeitskraft zugeteilt. Sie wurden für ihre Arbeit nicht bezahlt. Wernigerode, 15. Mai 2007. Vereinigung der Okkupationsopfer 1941 bis 1945. Kranj, Slowenien.
echt bedrückend hier. Nun gut. Ich weiß nicht, ob wir da nicht noch reinkommen. Und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, ich brauche erstmal eine Beruhigungszigarette. Also das ist... Ich war vor Ewigkeiten, als Kind war ich auch mal in so einem großen Konzentrationslager, aber da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Aber um das nie in Vergessenheit zu lassen, sollte man da eigentlich auch nochmal hin. Opium für das Volk. Ja, ja, ich, das kenne ich sogar, habe ich schon mal gehört. Ja. Ja, ja. Religion ist Opium für das Volk. Ja, damit kann man das Volk dumm halten, in dem Sinne, ihr kämpft für Gott und Vaterland und was ist. So läuft das. So, das habe diesen Spruch habe ich schon mal gehört. Ja. Ja, das ist schon, das war ein russischer General oder Hörer oder ein Oberst, der gesagt hat, Religion ist Opium für das Volk. Und das ist genau das, worauf ich, wie gesagt, ich halte von Religion gar nicht. Ich auch nicht, absolut auch nicht. Auch hier nicht in Deutschland. Ich gehe in keine Kirche. Also das ist gar nichts. Ja. Ich habe ganz früh damit angefangen, die Kirche nicht zu mögen, wo ich noch klein war. Ich bin damals in eine Christenlehre gegangen. Ja. Und da habe ich dann schon gemerkt, das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann haben die mich noch 1,5 Jahre später angeschrieben, komm doch wieder her. Und da habe ich mir gesagt, okay, das Schlimmste, was sie gemacht haben, war bei meiner Oma. Meine Oma hat Zeit ihres Lebens, war die in der evangelischen Kirche. Ja. Und die ist dann kurz vor ihrem Tod ist die in so ein Wachkoma gefallen. 11 Monate lang. Ja, ja, ja. Und die hat dann. Und ihr Wunsch war es immer, dass die Kirchenglocken im Minzleben klingeln, wenn sie stirbt. Ja. Das haben sie ihr verwehrt, weil sie 11 Monate, genau die 11 Monate, keine Kirchensteuer gezahlt hat, weil sie das damals immer noch so selber bezahlt hat. Wenn sie im Koma ist, kann sie doch das gar nicht. Ja, haben sie nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht. Und da hat meine Mutter wollte sogar die Dame, die das gemacht hat, die heißt Pella heißt die, glaube ich, die hat das, wollte sie ihr Geld in die Hand drücken, damit sie das so macht. Hat sie auch nicht gemacht. Und da frage ich mich, was ist denn mal los mit den Leuten? da habe ich dann komplett, das war vor über 20 Jahren, da habe ich gesagt, da habe ich komplett mit denen abgeschlossen. Und eben das, was hier bei uns abläuft, das ist auch nicht schön. Ich bin so ein Mensch, ich bin gegen jede Art von Unterdrückung. Gerade das ist nun mal Unterdrückung. Wenn ich habe es bei uns öfters schon gesehen, da sind ja auch viele Studenten bei uns in Berlin, auch die jungen Mädchen da. Und da haben sich sogar schon welche geküsst, so verschleierte Mädchen, also heimlich. Und dann hat das ein Kollege von mir gesehen, ey, da sind die wirklich runtergekommen, haben sie doch tausendmal entschuldigt. Ich sah ja nicht so aus, weil wenn das öffentlich wird, dann sind die Mode. Ja. Von meiner damaligen Freundin, die ist Türkin, die ist sogar von Berlin nach München heimlich abgehauen, weil sie lesbisch ist. Das ist genau nichts anderes, auch so ein Diskriminierungszeug. Ja. Man soll die Menschen nur leben lassen, wie sie wollen. Natürlich, das sehe ich auch so. Ja, gut. Jedenfalls vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Und, danke. Bis zum nächsten Mal. Ich komme ja immer, wenn ich hier bin, das letzte Mal war ich zu spät hier, da war schon immer zu. Also wir haben im Sommer bis 17 Uhr, von Montag bis Freitag. Ja. Also ich bin auch dann meistens bis 17 Uhr da oder mein Kollege. Ja. Und aber in den Wintermonaten machen wir dann immer nur bis 15 Uhr. Genau, und das war mal im Winter, da war ich schon 16 Uhr so hier. Im Sommer so viele Überstunden aufbauen, die können wir dann im Winter so ein bisschen mit abmachen. Und Sie arbeiten hier immer jeden Tag hier so, ja? Ja. Was haben Sie studiert mal, wenn ich fragen darf? Ich habe mal Geschichte studiert. Geiles Fach. Ja. Das hätte ich auch gerne gemacht. Ja, das war schon wirklich toll. Ja. Das ist ein sehr schönes Fach. Ja, wissen Sie, letzter Satz nur. Wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Beruf haben, Maurer, Tischler, Zimmermann, dann haben Sie am Abend ein Erfolgserlebnis, eine Mauer hochgezogen, Dachstuhl gerichtet. Ich muss jeden Tag nur über die tiefsten menschlichen Abgründe bringen. Ja, Jeden Tag wieder. Da muss man aufpassen, dass das nicht irgendwann an eine Substanz geht. Ja, das muss man auch psychologisch alles verstehen. Ja. Ja. Und wenn man sich für sowas nicht interessiert, dann ist man hier einfach fehl am Platz. Also ich interessiere mich für jede Art von Geschichte. Ja. Aber das ist auch, na klar, das Jedenfalls vielen Dank. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, das war noch ein nettes Gespräch mit dem Herrn. Leider habe ich nicht alles aufgenommen, haben zu spät angefangen. Gut, das war auf jeden Fall jetzt das Ende von der Mahn- und Gedenkstätte.
Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus lernen. Der Spruch von dem Herrn war super. Religion ist Opium für das Volk. In diesem Sinne, bis dann, euer.